Herzlich willkommen im Naturatelier Schatztruhe der Kobern-Außerwald-Hexe. Heute habe ich schon einen langen Spaziergang hinter mir. Ja, und habe mich entschlossen, ein Video mal persönlich zu beginnen. Mitten im Wald, in der dunklen Zeit. Das Wauk ist mit dabei. Und auch der kleine Pauli Löwe, nur weiß ich jetzt gerade nicht, wo er ist, aber der wird schon wieder auftauchen. Ja, herzlich willkommen. Und für mich ist das ein großer Schritt, denn ich bin ein eher schüchterner Mensch und mir liegt das gar nicht so, sagen wir mal, im Mittelpunkt zu stehen, aber wir Hexen gehen ja meistens aus uns heraus und auch in uns hinein. Heute gehe ich mal raus und bin mutig. Und wenn ich ganz blöd daherkomme, dann lösche ich es einfach wieder und mache so weiter wie bisher. Na gut, weshalb bin ich da jetzt im Wald? Speziell im Wald, weil ich bin ja jeden Tag hier im Kobernhauserwald unterwegs. Es ist nämlich eine ganz besondere Zeit. Es ist Samhain-Zeit. Samhain-Zeit, auch Halloween benannt. Und um diese Zeit geht es jetzt. Und ich habe auch einen, jetzt gebe ich mal meine geliebte Haube runter. Da ist schon der ganze Wald drauf. Ich habe auch einen Hexenhut mitgenommen, der natürlich perfekt in diese Zeit passt, denn setze ich den mal auf und schaue wahrscheinlich noch blöder aus als zuvor, aber egal. Denn es ist ja Hexenneujahr. Ende Oktober, 30., 31. Oktober, 1. November beginnt das Hexenneujahr. Das ist ungewöhnlich, weil wir feiern ja Neujahr Ende Dezember, Anfang Jänner. Die Russen machen es wieder ganz anders, aber wir Hexen begehen jetzt das neue Jahr. 2020 ist sowieso schon ein sehr merkwürdiges Jahr, das uns alle sehr herausfordert. Und im Oktober gibt es in diesem Jahr zwei Vollmonde. Und der letzte Vollmond im Oktober, der zweite, ist am 31. Oktober. Genau zur Samhain. Und das ist ein blauer Mond mit einer ganz, ganz speziellen Kraft. Darauf gehe ich dann noch später ein. Es ist ja auch die Zeit des Skorpions. Ebenfalls eine dunkle, magische Kraft. Und so beginnen wir dieses Jahr 2020, das Hexenneujahr, eben mit einem zweiten Vollmond im Oktober, mit dem blauen Mond. Diese Zeit ist auch die Zeit der Frau Holle, gerade bei uns im Alpenraum. Bei den Alpen ist ja die Percht, die Frau Holle, sehr stark vertreten. Und die Frau Holle ist die Dame, die magische, große Muttergöttin, die die Seelchen in ihr Reich holt. In ihr Reich, das eigentlich ein lichtes Reich ist, im Schoß der Mutter Erde. Es ist jetzt kein dunkles Reich, es ist sehr licht. Und die Goldmarie und die Pechmarie wirken hier ebenfalls. Da kommt es immer darauf an, welche Kräfte lassen wir ein, die goldenen oder die dunklen. Es sind ja beide da, beide Qualitäten und wir entscheiden uns jeden Tag neu, welche Kraft wir lieben. Und die Frau Holle ist auch die Hüterin des Holunders, des Hollerstrauches und in dieser Zeit sind die dunklen Beeren quasi schon da und sind auch Symbol für diese Zeit. Wie schon gesagt, die Frau Holle wurde eigentlich vom heiligen Martin übernommen in der
im katholischen Brauchtum. Und die Frau Holle ist auch die Lichtbringerin. Und sie hütet die Seelen der Verstorbenen in ihrem Reich und schickt sie dann wieder hinauf in das irdische Reich zu Eltern, zu einer Frau, die sich sehnlichst ein Kind wünscht. Und so bringt sie diese Seelen aus ihrem Reich wieder hinauf in die Welt. Und Samhain ist ja die Qualität der Zeit von Ende Oktober bis Anfang November. Es gibt jetzt quasi keinen genauen Stichtag. Die Qualität ist einfach da, dieser Zeit. Und jetzt nehme ich den Hut wieder runter, weil er doch ein bisschen eng ist und mir das Gehirn einschnürt. Und das wollen wir ja nicht. Und ich habe schon wieder den ganzen Wald im Haar. Ja, legen wir ihn denn mal daher. Genau. Und so reitet die Frau Holle aus mit ihrem Pferdegespann, auch mit ihrem Hundegespann. Und vor allem dann zu Jul, in den Jänner hinein, bei den Rauhnächten, zieht sie ihre Kreise. Doch jetzt sind wir noch in der Samhain-Zeit. Und ich spreche dann gleich weiter. Ich muss jetzt wirklich den Pauli Löwen suchen, weil der ist jetzt schon lange weg, da ist das Wauki. Und komm gleich wieder. Und bin froh, dass ich diesen Mut gefasst habe, so zu euch zu sprechen. Ja, Wauki, was machst du denn? Ja, bis gleich. Ach ja, vorher wollte ich euch noch zeigen, wo ich hier genau bin. Und zwar bin ich hier. So müssen wir das machen. Jetzt muss ich es ja umdrehen. Unter ganz vielen Pilzen, die ja auch diese dunkle Zeit verkörpern. Schaut mal, das ist ein richtiger Pilzweg. Jetzt muss ich mal den Pauli Löwen rufen. Pauli! Löwenkind! Genau. So schaut's hier aus. Also dann, bis gleich. Ja, hallo, da bin ich wieder. Dieses Mal bin ich in der Dämmerung unterwegs und ihr werdet dann sehen, es wird wirklich, wirklich zappenduster. Aber ihr braucht ihr keine Angst zu haben. Und ich erzähle euch jetzt mal weiter, wo ich vorhin aufgehört habe. Also es geht um Samhain, um Samhain. Und dieses Fest ist auch der Tanz der schwarzen Göttin. Es geht um den Neumond, es ist ein Mondfest, manifestiert im Neumond, im dunklen Mond. Und es ist die Zeit der dunklen Mutter, die Zeit der Transformation, die Zeit des Todes, des Abschiedes, der Zwischenreiche. Und es ist die Zeit des Blickes hinter die Schleier der Anderwelt, der Anderswelt. Und die Konstruktionen des Todes werden sichtbar. Es ist die Zeit der schwarzen Göttinnen, die Zeit der Holle, die auch die Lichte und die Dunkle ist, die Zeit der Sedna, der wilden Kali. Und auch die Zeit des Tages der Toten, welcher ja vor allem in Mexiko ganz exzessiv begangen wird. Der Dia de los Muertos. Und es ist einer der wichtigsten mexikanischen Feiertage. Den Verstorbenen wird hier gedacht. Vom Vorabend von Allerheiligen, dem 31.10. bis zum 2. November wird ausgiebig gefeiert.
Der Tod wird als Teil des Lebens betrachtet. Einmal im Jahr, eben am Dia de los Muertos, kommen die Toten aus dem Jenseits zu den Lebenden. Am Friedhof wird an den Grabstätten ein festliches Mahl zubereitet und das wird mit den Ahnen, mit den Verstorbenen dann verspeist, rituell. Ihr Übergang zu neuem Leben, der Übergang der Toten, die Wiedergeburt zu neuem Leben, ist ein fixer Bestandteil des Glaubens in diesem Land. Und wer sich ein wenig ein Bild machen möchte von dieser Explosion an Farben, an Kostümen, der Lebenslust, der Lebenden unter den Toten und umgekehrt, der Liebe und den Respekt vor allem zu den verstorbenen Familienmitgliedern gegenüber, das wird ausgedrückt auch durch die bunten Calaveras, den Totenschädeln und den Calacas, den Skeletten. Und wer sich da ein Bild machen möchte, braucht sich nur Spectre, den James Bond-Film anschauen, diesen Einspann, wo James Bond inmitten dieses Festes in Mexiko-Stadt sein Unwesen treibt. Ja. Und mir ist aufgefallen vorher, wie ich da so im Wald sitze, dass mein T-Shirt ja sehr extrem rüberkommt mit der Venus von Willendorf. Ja, aber auch der Humor darf in dieser Zeit nicht fehlen. Ja, und ich hatte ja auch ein Nahtoderlebnis und deswegen ist mir diese Zeit so nahe. Von diesem Erlebnis berichte ich aber in einem anderen Film, wo ich mich dann auch vorstelle und meinen magischen Weg und wie ich zu Wicca, zur Hexerei quasi gekommen bin, da komme ich dann darauf zurück. Aber jetzt sind wir ja hier, um etwas von Samhain noch zu erfahren. Ja, Samhain, auch Samhain genannt, ist ein altes keltisches Fest, obwohl ja die Kelten nicht Schriftliches hinterlassen haben und viele Mythen sich um die Kelten ranken. Es ist doch ein keltisches Fest. Und zu Samhain tragen die Hexen gerne schwarz, aber auch weiß. Weiß ist ja die Farbe der Geisterwelt. Halloween ist ein Fest, welches von Amerika zu uns rübergekommen ist, wo ja vorher das Samhainfest von uns nach Amerika rübergegangen ist. Es ist jetzt umgekehrt und es ist ein lautes Fest und die Kinder schreien Trick or Treat, Süßes oder Saures und das darf auch sein, denn diese Zeit verträgt das auch, ein bisschen Spaß, ein bisschen Wirbel, wie wir auch in Mexiko sehen. Genau. Halloween kann man so begehen, indem wir den Toten gedenken, unseren Verstorbenen, unseren Geliebten. Und gerade in der Trauerbegleitung, welche ich ja mache, mit Kindern, mit Erwachsenen, mit Jugendlichen, ist dieses Gedenken an die Verstorbenen sehr, sehr wichtig. Und an diesen Tagen sind wir ihnen ganz nahe, denn die Schleier zur Anderswelt, zur Anderwelt sind gelüftet. Und es ist ein schönes Ritual, wenn wir am Abend den Tisch auch decken für unsere Verstorbenen. Hört sich ein bisschen schräg an, doch sie sind uns in dieser Zeit sehr nahe. Und wir können ihnen in Achtsamkeit hier begegnen, indem wir eben mitdecken den Tisch für sie und auch unser Mahl ganz im Stillen einnehmen und im Gedenken an unsere Toten. Eine schöne Idee ist auch im Familienkreis unseren Ahnen zu gedenken, mal zu hören, was sagt unsere Mama über die Menschen, auf deren Rücken wir ja stehen. Wir haben ja eine irrsinnige Ahnenlinie und sich darüber auszutauschen. Wer sind denn unsere Ahnen? Wo sind denn unsere Wurzeln? Ist ebenfalls eine schöne Idee in dieser Zeit. So nehmt eure Zaubermäntel,
Nehmt eure Geschichten, nehmt eure Ahnen, eure Hexenbesen und begeht diese Zeit in Andacht. Ich möchte euch auch zwei Gedichte vortragen, welche ich geschrieben habe über den Tod. Das erste habe ich wirklich in Angst und Wut geschrieben, über den Tod. Hier ist der Berti in der Nacht. Und das geht so: Der Tod soll sterben, Angst und Wut. Der Tod soll sterben, sich keine Körper mehr einverleiben. Ich schlage deine Sense dir aus der Hand, mähe deinen Kopf weg, deine Glieder, zerreiß dir dein Lumpengewand. Anstelle eines Herzens hast du ein Loch, das fülle ich mit Abschaum, du lachst. Wart nur, du wirst sehen, das schaffe ich schon noch. Du Scheusal, stirb und verderbe, du mieses Stück Dreck, verkriech dich im Schlamm der Erde. Du willst meine Liebsten mir nehmen? Mach dich bereit, dein grausames Schicksal zu erleben. Zuerst zertrümmere ich dir deine hässliche Visage, schlag ein dir deine verkrüppelte Totennase. Unter der Erde esse ich dein matschiges Gehirn, spei es wieder aus, rein in das wimmernde, verfaulende Gewürm. Ich hasse dich, du Abgesandter der Hölle, ich baue dir einen Scheiterhaufen, verbrenne. Verbrenne, du Abschaum, du gieriges Tier, schrei, solange du kannst, denn ich bin schon hier. Dieses Gedicht habe ich geschrieben, als der Tod in meiner Familie sehr nah war und ich sehr wütend war und den Tod als männlich betrachtet habe. Es ist schon sehr, sehr lange her. Der Tod, der uns von der katholischen Kirche auch so vermittelt wird, angstbesetzt, wutbesetzt, dunkel, machtvoll, grausam. Das war auch, bevor ich mein Nahtoderlebnis hatte. Das war, bevor ich mich so beschäftigt habe, reingespürt habe in die andere Seite des Todes. Dann sehen durfte das Licht auch, das in der Dunkelheit leuchtet, das Licht der großen Göttin. Das hat eine ganz eine andere Qualität. Und diese Qualität hat auch Samhain, hat auch Samhain. Diese Qualität der Göttin, die die Wiedergeburt verkörpert, das Leben im Tod. Und da habe ich dann Folgendes geschrieben. An die Tödin, im Fluss der Zeit, der Tod soll sterben, es lebe die Tödin, Vertrauen. Sie, die Göttin auf Erden, spinnt deinen Lebensfaden, ist Herrin über dein Werden und Sterben. In der dunklen Höhle im Feuerschein sitzt sie, die alte Schwarze, braut im Kessel dein Gebein. Sie wandelt, webt, gebiert, zerschneidet im endlosen Kreislauf. Wehe der, die sich zermartert und selbst beleidet. Sie ist schön und hässlich zugleich, lässt jede ein in ihr Totenreich. Sie ist Mitgefühl und kennt kein Erbarmen. Sie ist Raserei. Mit einem Lächeln liegst du in ihren Armen. Weiß, rot und schwarz fegt sie durch die Nacht. Das Menschenherz hüpft, wenn sie lacht. Sie gibt und nimmt, schmeißt dir dein Jammern um die Ohren. Im Kreislauf des Lebens geht nichts verloren. Sie ist die tollste Freude, deine größte Angst. Lass dich ein auf den erdigen, dunklen und lichten, ewigen Dödinentanz. Und ihr merkt vielleicht diesen Unterschied zu diesen beiden Gedichten. Und der Unterschied ist gravierend. Und nun komme ich wieder zurück zu Halloween, zu Samhain, zu Samhain. Zu diesem Mondfest und der Neumond, der Skorpion, verkörpert diese Zeit. Und jetzt 2020
ist da auch noch der Vollmond, der zweimal eben im Oktober, wie schon vorhin berichtet, erscheint. Und das macht diese Zeit so machtvoll. Und Rituale, die wir nun begehen, sind sehr, sehr, sehr kraftvoll. Das muss dir unbedingt bewusst sein. Genau. Das Laub der Bäume nimmt zusehends leuchtende Farben an. Gelb und orange und rot und braun leuchten sie zwischen den dunklen Ästen hindurch. Das ist Ende Oktober, Anfang November beginnt dieses Leuchten. Und wir sind hier noch in der Dunkelheit unterwegs im Kabanausser Wald. Es ist schon gruselig, muss ich sagen. Und immer wieder schimmert die Dämmerung herein. Ja, und diese Kräfte, diese Herbstkräfte, gehören zur menschlichen Entwicklung dazu. Und der Skorpion mit dem Pluto als Planetenherrscher, der zwingt uns fast dazu, unsere Energien nach innen zu wenden und sich auf einen radikalen emotionalen Veränderungsprozess einzulassen. Es ist die Zeit der Metamorphose, der grundlegenden Verwandlung, die alles Überflüssige sterben lässt und nur den Kern, der die Essenz übrig lässt, aus dem dann etwas Neues entstehen kann. Das ist die Qualität dieser Zeit. Der Skorpion ist ein dem Wasser zugeordnetes Zeichen und so ist es auch eine gute Zeit, sich mit dem Element Wasser zu beschäftigen. Auch mit der Krankheit und Sterben, mit dem Thema der eigenen Vergänglichkeit, sich anzusehen, ich bin sterblich, mein Körper ist sterblich, ich muss einmal diese Welt verlassen, meine Seele, meine Grundessenz aber bleibt und kommt wieder. Wir Hexen sind ja davon überzeugt, dass die Wiedergeburt wirkt. Und so wandern wir weiter in der Dämmerung, in der Dunkelheit. Wichtig ist auch in dieser Zeit auf sich selbst zu achten und auf die Liebsten. Kräutertees trinken. Vielleicht, wenn eine depressive Verstimmung zuschlägt, Johanniskrauttee trinken. Auch ich neige dazu, in der dunklen Zeit mich so in mir selbst zu vergraben, mich zu verkriechen, schwermütig zu werden. Und da braucht sehr viel Mut und Kraft, sich dagegen zu stellen. Und diese Kraft finde ich auch in der Natur und in den Ritualen. Ich bringe auch stets Speiseopfer für die Geister und für die Tiere dieser Zeit. Ich stelle Lichter ins Fenster und Grablampen hinaus. Und kleine Speiseopfer, meistens sind es weiße Speisen, Grieß, Brei, hinauszustellen vor die Tür, für die Geistwesen, für die Tiere. Und ihr werdet sehen, am nächsten Tag ist es auf wundersame Weise verspeist. Ja, und Räucher natürlich und Duftlampen benutzen. Ysop, Rosmarin, Zeder, Kiefer, Wacholder oder Salbei sind gute Räucherwerke für diese Zeit. Blumengestecke und Lichter werden für die Verstorbenen zum Friedhof gebracht. Kränze werden an die Haustüren gehängt. Und Trauern
gehört zum Leben dazu. Es ist ein gesunder Prozess. Klagen und weinen und den Schmerz hinausschreien. Klagelieder anstimmen. Das gehört alles in diese Zeit. Alle Gefühle zulassen, die auch mit Veränderungen einhergehen. Darauf vertrauen, dass wir auch schwierige Zeiten überstehen. Und dass in der tiefsten Verzweiflung und Dunkelheit ein neues Licht und eine neue Kraft fließen wird. Oft gehen in dieser dunklen Zeit destruktive Gefühle in uns wie Hass und Wut und Ohnmacht, Neid und Rache. Schamgefühle, tiefe Schuldgefühle, die in uns schmerzen. Doch das Licht ist da, das innere Feuer lodert. Und wir können durch Verzeihen und durch Licht diesen destruktiven Gefühlen entgegenwirken. Wir träumen auch sehr intensiv in dieser Zeit. Und gerade jetzt bei Neumond und Vollmond sind die Träume sehr intensiv. Hier ist ein Traumtagebuch eine gute Idee. Genau. Gedenken wir den Todesgöttinnen. Gedenken wir dem wilden Tanz der Kali mit ihrer zerstörerischen Kraft und die dennoch das neue Leben bringt. Spüren wir die Weisheit und die Lebenskraft unserer Ahninnen und lassen wir ihr Licht leuchten. Diese Zeit symbolisiert auch die Zeit kurz vor dem Einschlafen, in der wir loslassen, die Kontrolle aufgeben, uns einlassen müssen, um auf andere Ebenen zu gelangen. Die Ebene des Unbewussten, des Träumens und des Regenerierens. Genau das ist die Zeit von Samhain. Genau das ist die Zeit, wo die Schleier zur Anderswelt so dünn sind. Tiere dieser Zeit sind auch die Krähen und die Raben, diese hochintelligenten Tiere. Wir hören sie auch in dieser Zeit sehr stark. Und natürlich die Zeit der schwarzen Katertiere. Da düst er schon dahin. Jetzt, was ich noch sagen möchte. Ja, da schaut er schon, der schwarze Kerl. Ja, die Magie in dieser Zeit ist kräftig und wir wirken durch die Magie auch in diese Zeit hinein. Samhain wird eben am 31. Oktober in der nördlichen Hemisphäre, also bei uns, und am 1. Mai in der südlichen Hemisphäre begangen. Und das Fest, das Samhain gegenübersteht, ist Beltane. Dieses Fest im Mai, dieses lebenssprühende Fest, dieses Fest der Lust und der Ekstase. Steht Samhain gegenüber. Zu Samhain streben wir danach, uns selbst und unsere geistige Reise zu verstehen. Wir lassen unsere alten, verbrauchten Lebensgewohnheiten, unsere Lebensgestalt zurück
und suchen im Reich des Geistes der Geister, wo keine Formen mehr existieren, einen Traum. Denn alles neue Leben beginnt zunächst mit einem Traum. Auch Wahrsagen ist in dieser Zeit angesagt. Dazu ein kleiner Spruch. Eine kleine Hexe wird dir sagen, was nur an Halloween du dich traust zu fragen. Sie wird in deine Zukunft schauen. Auf Hexenmacht kannst du vertrauen. Ja, eben weil die Schleier so dünn sind zur anderen Welt, zur jenseitigen Welt, ist das Orakeln, ist das Wahrsagen auch so kräftig in dieser Zeit. Auch der Granatapfel gehört in diese Zeit. Und natürlich die Kürbisse, wo das Licht in den Kürbissen uns in die dunkle Zeit hineinleuchtet. Die schwarze Katze gehört natürlich, wie schon erwähnt, in diese Zeit. Die Freudenfeuer gehören in diese Zeit. Die Kürbislaterne, das ist ein alter Brauch, eine schöne Tradition eigentlich. Ja, und so ist auch diese Zeit dafür geeignet, ein Abschiedsritual zu begehen. Schreib auf einen Zettel, wovon du dich verabschieden möchtest oder endgültig eben loslassen möchtest. Dann geh zu einem Bach oder einem Fluss und übergib diesen Zettel dem Wasser. Weil eben auch das Wasser in diese Zeit gehört. Und besonders schön ist es, wenn man dieses Ritual in der Abenddämmerung begeht. Auch Tanzen und Schütteln, so wie der Tanz der Kali, ist eine gute Idee, um alles Alte wegzuschütteln, sich locker zu schütteln. Und das vertreibt auch Traurigkeit und Niedergeschlagenheit. Wenn man sich energielos und inaktiv fühlt, und das muss ja niemand sehen, es schaut ja ziemlich komisch aus, wenn man da so ekstatisch herumhüpft. Aber es ist wirklich, wirklich sehr heilsam. Ich kann das nur bestätigen. Auch, und jetzt fasse ich nochmal zusammen. Bei den Kelten wurde ja Samhain angeblich, wir haben ja nichts Schriftliches, 3 Nächte lang gefeiert. In der Zeit des dunklen Mondes, um den 1. November herum. Anlässlich dieses Festes versammelten sich die Menschen und besprachen alles, was ihnen wichtig war. Das gemeinsame Trinken und Essen war von genauso großer Bedeutung, und das Waugebell schon wieder, wie der rituelle Besuch der Unterwelt, der Welt der Toten. Dorthin hatte sich die Lebenskraft der Natur zurückgezogen. Und dort in der ewigen Stille, da kommt Besuch, neue Kraft zu schöpfen. Für die Wiederaufstehung im Frühling. Es ging um die Begegnung mit den Ahnen und Ahninnen. Den Geistwesen von Tieren, Pflanzen und Bäumen, die auf diese Weise geachtet und geehrt wurden. In den Festtagen und Nächten war der Unterschied von Lebenden und Toten aufgehoben. Alle, die vor uns waren, wurden eingeladen und konnten an diesem Fest teilnehmen. Sie nahmen in diesen besonderen Tagen ihren Platz im Kreise der Lebenden ein. Folgende Schwerpunkte zu diesem Fest: Verlangsamung und Rückzug in die inneren Welten, auf sich achten.
sich den innersten dunklen Gefühlen wie Trauer, Angst, Schmerz, Scham, Schuld, Wut, Hass und Zerstörungswut stellen, sie zulassen, ausdrücken und loslassen. Sich mit Abschied nehmen, Vergänglichkeit, Sterben und Tod auseinandersetzen. Die schwarze Göttin des Todes, des Loslassens und der Transformation erfahren und einladen. So, jetzt ist es eh wieder länger geworden, als ich eigentlich wollte. Ich danke euch sehr fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen einen Eindruck machen von dieser Zeit. Ich wünsche euch eine gesegnete Samhain-Zeit, eine gesegnete Alle-Heile-Seelen-Zeit, wie sie auch benannt wird. Und verabschiede mich mit einem goldenen Herbstleuchten. Ganz, ganz liebe Grüße aus der Hexenschatztruhe. Alles Liebe, eure Kobanauserwald-Hexe. Auf Wiedersehen. Und das nächste Video dreht sich dann um meinen Werdegang, um meine Person. Ciao!